Hallo, hier ist Kay. Sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem Workout-Video. Und heute erwartet dich ein wunderbares Workout aus dem Yin-Yoga. Und auch wenn du eventuell während dieses Workouts das Gefühl hast, oh, ich mache ja hier gar nichts, das gibt's doch gar nicht, ich möchte mich bewegen, wirst du danach definitiv merken, dass du dich bewegt hast. Obwohl wir heute gar nicht so viel an Übungen machen. Also, du darfst auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Du brauchst wie immer nichts außer deinen Körper und eine Matte, ein Handtuch, eine Unterlage, wie auch immer. Und dann darfst du dich jetzt gleich mal in Rückenlage begeben. Dann hast du deine Füße aufgestellt, deine Schultern weit weg von den Ohren. Und du nimmst mal deine Arme seitlich vom Körper weg, die Handflächen, die zeigen nach oben. Und dann kippst du mit deinen Beinen auf die linke Seite. Und die Füße liegen aufeinander und du schaust nach rechts. Und du achtest darauf, dass dein Abstand zwischen Schulter und Kinn ungefähr so groß ist wie eine Orange. Und so bleibst du. Und du atmest. Im Yin-Yoga halten wir Positionen und lassen los. Und mit jedem Ausatmen darf dein Körper ein wenig tiefer in die Matte hineinsinken. Mit jedem Einatmen holst du dir frische Energie, Power. Mit dem Ausatmen lässt du los. Du lässt alles los, was dir überhaupt nicht dienlich ist. Vielleicht Dinge, über die du dir ständig Sorgen machst. Lass deinen Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Lass deine Gedanken einfach an dir vorüberziehen. Sei ganz in diesem Moment, ganz bewusst. Tiefen Atemzug und dann kommst du ganz langsam aus dieser Position heraus. Komm zurück zur Mitte. Nimm dir hier dein rechtes Knie zur Brust, nimm beide Hände an das rechte Knie, streck dein linkes Bein lang aus und zieh dir das rechte Knie so weit wie möglich ran. Halte diese Position. Stell dann deinen rechten Fuß auf, hol dir den linken Fuß dazu, öffne deine Arme wieder und jetzt kippen wir mit den Beinen nach rechts und du schaust nach links. Auch hier achte nochmal auf den Abstand zwischen Schulter und Kinn. Lass deine Arme und deine Schultern ganz tief in die Matte hineinsinken und spür hinein in diese Seite deines Körpers. Wo spürst du die Blockaden? Wo hältst du fest? Gerade in solchen Positionen, wo wir mal alles loslassen dürfen, da halten wir automatisch fest, halten wir an der Nackenmuskulatur fest.
halten wir an den Schultern fest, aber auch an den Beinen, in der Hüfte. Und ganz bewusst, lass es los. Lass auch hier den Atem wieder fließen. Lass deine Gedanken fließen. Die Gedanken, die dürfen kommen. Die dürfen aber auch wieder gehen. Du brauchst sie nicht zu bewerten. Denn du bist ja ganz fokussiert, ganz konzentriert in diesem Moment, in dem es nur um dich geht und deinen Körper. Atme ein, in die frische Energie. Atme aus. Und lass alles los, was du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Und lass auch die Anspannung deines Körpers los. Horche in deinen Körper hinein. Wo zieht es? Wo hakt es? Schicke da eine nächste Einatmung hin. Mit dem Gedanken, ich lasse los. Nimm auch hier nochmal einen tiefen Atemzug. Und dann kommst du ganz langsam aus dieser Position heraus. Holst dir dein linkes Knie zur Brust, nimmst die Hände an das linke Knie, streckst das rechte Bein lang und holst dir dann dein linkes Knie ganz nah Richtung Körper. Und auch hier kannst du loslassen, auch wenn du es heranziehst. Halten wir doch ganz oft in der Hüfte fest. Aber hol dir jetzt auch dein anderes Knie dazu, nimm beide Hände an die Knie, öffne hier deine Beine. Und jetzt kannst du entweder mit den Fingern an deine zwei großen Zehen gehen und du greifst mit Zeige und Mittelfinger an den Zehen, und zwar von innen, wo der nächste Zeh und der große Zeh sich verbinden. Oder du kommst von außen und greifst dir deine Fußsohlen. Welches für dich bequemer ist, das darfst du entscheiden. Und was wir dann machen, ist die Beine zu öffnen und die Fersen Richtung Decke zu strecken. Und die Knie nach außen unten zu bringen, Richtung Matte. Die Happy Baby Pose, die glückliche Babyposition. Und wenn du jemals ein Baby gesehen hast, dann hast du diese Position von einem Baby gesehen. Schön weit geöffnet. Und auch hier halten wir und lassen los. Und konzentriere dich wieder auf deine Atmung. Atme ein. Hol dir frische, neue Energie in deinen Körper. Atme aus und lass alles los, was du nicht mehr gebrauchen kannst. Und wenn du möchtest, dann kannst du in dieser Position auch so ganz leicht von einer Seite zur anderen rollen. Das massiert zum einen deinen unteren Rücken und hilft es oft auch, ein bisschen länger in dieser Position zu bleiben. Und spür wieder hinein in deinen Körper. Wo hältst du fest? Und wenn du das Gefühl hast, oh meine Güte, ich kann das jetzt nicht mehr länger halten, dann konzentriere dich wieder ganz bewusst auf deine Atmung. Auf das Ein- und das Ausatmen. Du wirst spüren, dass du eventuell nicht nur in deiner Hüfte oder in deinem Po-Muskel oder auch noch in deiner Oberschenkelmuskulatur
eben merkst, was du da gerade tust, obwohl du dich ja gar nicht bewegst, sondern dass du das eventuell jetzt auch in den Fingern, in den Unterarmen, in den Schultern spürst. Wie gesagt, atme ein und atme aus. Konzentriere dich auf deine Atmung. Spüre, wie der Atem deinen Bauchraum füllt, ganz viel neue Energie in deinen Körper holst, deine Zellen versorgst, deine Muskeln versorgst. Und atme aus und lass damit alles los, was du nicht mehr länger brauchst. Nimm hier noch einen tiefen Atemzug und dann löst du die Finger und schließt die Beine ganz langsam, hilf da ruhig mit den Händen nach und hol dir hier wieder beide Knie Richtung Brust, zieh ran, kannst auch hier wieder locker von Seite zu Seite rollen. Jawohl, dann stellst du deine Füße auf. Du klappst mit den Beinen auf eine Seite, nimmst den Oberkörper mit, du kommst über die Seite nach oben und setzt dich in den Schneidersitz. Richtest dich hier erstmal auf, spürst in deinen Körper hinein. Öffnest dann deine Beine, sodass die Fußsohlen sich berühren. Du ziehst dir die Füße ganz nah ran und du greifst mit der linken Hand von unten in deine Füße und greifst dann mit der rechten Hand unter deine linke Hand. Ziehst dich auch hier erstmal in die Länge, bring dein Brustbein nach außen. Spüre die Dehnung und dann begibst du dich hier langsam nach unten mit deinem Brustbein Richtung Füße und spüre hinein. Auch hier über deine Atmung und mit jedem Ausatmen bist du hier ein wenig tiefer. Atme ein und atme aus. Achte darauf, dass deine Schultern tief sind, dass du die nicht nach oben holst Richtung Ohren. Schön tief, zeig dein Brustbein, halte diese Position und spür hinein, wo du hier überall die Dehnung spürst. Noch wieder in der Hüfte, Oberschenkelinnenseite. Vielleicht sogar im unteren Rücken. Und lass auch hier wieder den Atem fließen. Und mit jedem Ausatmen sinkst du ein wenig tiefer. Mit jedem Ausatmen lässt du etwas mehr los. Atme ein. Atme aus. Hier noch einen tiefen Atemzug und komm dann ganz langsam wieder nach oben. Schieb deine Füße etwas nach vorne und die Hände an die Außenseite. Schließe deine Beine, bring deine Hände nach hinten und geh hier in die Scheibenwischer hinein. Der einen Seite zur anderen Seite. Komm dann langsam in der Mitte an, streck deine Beine lang aus, komm nach oben, lockere die Beine auf, stell deine Füße leicht auf, bring die Arme über die Seite nach oben, setz die Hände aufeinander, nimm die Hände vor die Brust, die Schultern schön tief, und du hast es geschafft.
Ich danke dir fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass auch du heute loslassen konntest und wünsche dir einen wunderschönen Tag.